Logbucheintrag Nummer 25 von Captain Kirkbeard an Bord des Aufklärungsschiffs Interforge. Das Schiff steckt noch immer im Sumpf fest. Allerdings hat das Außenteam es mittlerweile geschafft, die Piratenbasis zu infiltrieren. Das letzte, was wir gehört haben, ist, dass sie von einer großen Schwarmkreatur angegriffen werden, bevor der Kontakt abgebrochen ist. Was auch immer diese Piraten hier in diesen Höhlen treiben, es scheint nichts Gutes zu sein. Drücken wir ihnen die Daumen und hoffen, dass die Kommunikation bald wiederhergestellt ist. Jo. Beim letzten Mal habe ich euch ja verlassen, als wir uns mit dem Sludge Warrior angefangen haben anzulegen. Da habe ich ja den Cut dann gemacht, den miesen Cliffhanger fast schon. Aber es war halt mal wieder Zeit. Der da oben gerade in Slow Motion landet. Und mir ist aufgefallen, der Shadow. Also jetzt gerade, als ich die Sequenz nochmal gesehen habe, die Cutscene, weil ich die nochmal beim Laden nochmal gekommen ist gerade. Der Shadow macht, formt seinen Bogen aus seinen beiden Klingen zusammen. Was ganz cool ist. Okay. Er landet. Also geben wir ihm gleich mal ordentlich eins drauf. Ah, du am besten auch. Okay, ja, das wird böse. Denn jetzt ist alles Mögliche aufgewacht. Du. Au. Das ist nicht so gut. Wo ist mein... Das ist der Forcer. Du bist das Smashfist. Du stürm mal da rein und mach mal einen Rundumschlag. Und du komm aus dem Sumpf raus. Au. So, du musst noch weg. Du bist nämlich da nicht so toll. Wow. Mein Problem ist, ich sehe die Lebensanzeige von dem Warrior nicht. Da hinten wäre der Heilkristall. Okay. Neue Strategie, wir schlagen uns zum Heilkristall durch. Heilen uns mal und machen alles tot, was uns im Weg steht. Wow. Du, renn mal da rein, wollte ich eigentlich sagen. Okay, sie sind wieder alle ziemlich weit unten, aber... Der Sludge Worker ist schon ziemlich stark. Okay, du musst noch geheilt werden. Haben wir ihn jetzt besiegt? Scheint fast so. Dafür haben wir neue Probleme. Die Spucker, die sind echt schlimm. So. All tasks complete, go on. Warum auch immer wir hier gerade keine Stimmen haben. Wahrscheinlich damit die uns nicht vom Kampf zu sehr ablenken. We need to go to the next cave. Ja. Schön und gut. Ich hätte aber gern dich erstmal hier. Damit du mir... was war die Nebelwand nochmal? Ist jetzt ein paar Tage her, muss ich zugeben, dass ich gespielt hatte. Ja, falls sich diejenigen wundern, dass in letzter Zeit keine Folgen gekommen sind, das kann ich auch gerade mal anmerken. Ich war eine Weile im Urlaub. So. Alles ruhig gerade, alles ruhig. Gucken wir mal kurz am Runenstein.
dass wir jedem mal wenigstens die erste Stufe wieder freischalten. Und im Smash Fist am besten die zweite Stufe. So, Forza erste. Ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich habe in den Patch Notes gelesen, die grünen Splitter wurden rausgenommen. Das heißt, wahrscheinlich alle grünen Splitter wurden durch 100er blaue Splitter ersetzt. So dass man nur noch mit denen hier die Energie hochpushen kann. Das kann man nämlich fast schon ein bisschen cheaten, glaube ich. So, Quick Save. Und dann verlassen wir die Höhle. Scheint ja nichts mehr zu sein. War da gerade ein neuer Journal-Eintrag? Nein. Find a free the caravanses. Okay, das ist kein Problem. Du sammelst mal. Ich hoffe mal, dass es kein Problem ist. Ihr beide bleibt bei... Oh. Das hat jetzt nicht so geholfen. Vor allem, weil die jetzt hier gleich Verstärkung holen. Ich glaube, ich lade gleich am besten nochmal. Das wäre hier. Ja. Fängt ja super an. Der da sieht nämlich ziemlich gut ins freie Feld. Das heißt, ich müsste mich... hier irgendwo durchschleichen. So. Nach da unten. Dann einfach mal hoffen, dass mich keiner sieht. Was passiert, wenn... Au. Okay, das explodiert einfach. Gut. Du sammel erstmal das ein. Dann schnappe ich mir nochmal den Shadow. Speichere nochmal kurz ab. Versuche das Ganze hier nochmal. Dass ich hier erstmal auskundschaften kann, wo was ist. Ich sehe gerade, mein Haschzeug ist auch ziemlich weit unten. Okay, der sieht mich hier unten. Das ist nicht so gut. Gut. Das Einzige, was wir machen können, ist ihre Reihen erst einmal dezimieren. Also wir haben eigentlich gar keine andere Wahl fast als... Okay, hier ist Sumpf. Hier sinken wir ein. Das ist auch nicht so gut. Also wir haben keine andere Wahl als... Mitte durch. Aber wenigstens können wir ein bisschen nach unseren Regeln spielen. So. Wenn der Pfeil sich aufgeladen hat, können wir den zweiten auch gleich wegschießen. So, und du rein und Rundumschlag. Gut. Töt mal den. Shadow, bitte. Den da. Ah, das war schon mal ganz nicht mal so schlecht. Das Teamwork.
Jetzt sind die nämlich ein bisschen dezimiert. Jetzt sind nur noch die vier da. Den da könnte ich mit meinem Smash Fist theoretisch kontrollieren. So. Du und den weg. Der ruft zwar jetzt Verstärkung, aber das macht jetzt nichts. Das war der falsche Angriff. Ich wollte eigentlich einen anderen. Du stimm einfach mal da rein und Umschlag. Den Angriff. Schrotflinte hat nämlich Macht. Oh. Der da hinten hat eine ganze Kumpanenreihe gerufen. Macht nichts. Ich habe einen guten Schuss. Du hältst mal die im Stunlock, während du versuchst, ihn wiederzubeleben. Das dürfte ja klappen. Und du mach mal deine Sphäre an, das ist sicherer. Okay, Smash Fist ist wieder voll da. Hau mal rein. Der da hinten ist gefährlich. Der muss weg. So. Okay, belebe ihn mal wieder. Werde ich mal kurz gucken. Ob irgendwas Schlimmes gerade hier ist. Nein. Ich dachte, du belebst ihn wieder. Ja, dafür belebst du ihn jetzt wieder. Gut. Oh. Das ist wiederum nicht so gut. Vor allem, weil der Forster mittendrin steht. Du, stürm mal rein. Du, mach mal einen Pfeilhagel. Hier drüben hin. Definitiv nicht gut. Okay, jetzt sind alle half dead. Nein, ich muss gucken, dass ich so viele wie möglich von ihnen ausschalte. Vor allem die mit den Hörnern. Also mit dem Shadow auch ausschalte. So wie den einen, den ich hier ausgeschalten habe. So, solange sie mich nicht direkt entdeckt haben, kann ich so weitermachen. So wie der da. So, du und Umschlag. Du verpasst ihm mal eine. Das kann mein Smash Fist ja wegstecken. So, der da vorne ist garstig. So. Erstmal zurückziehen. Nein, da steht jetzt gerade der Forster im Weg. Du da. Du musst weg. So. Also nicht der Forster, sondern der Smash Fist steht im Weg. Okay, Smash Fist ist mal wieder am Boden. Du musst noch weg. Und dann heißt es erstmal heilen. Shadow. Mach den weg. Ist zwar jetzt zu spät, aber geht noch. Du rennst die mal um den Haufen.
Und du schießt sie umlaufen. So, und gib ihnen mit einem Rundumschlag den Rest. So, da kommt noch einer. So, jetzt zurück zum Heilstein zurückziehen. Warum auch immer wir jetzt dastehen. Warum kann ich nicht den Abstand verkürzen? So. So, jetzt wird's Zeit für eine Bombe. Gut, es hat zwar den Smash Fist umgehauen, aber alle anderen sind auch Knockdown. Wow, hups, das ging jetzt nach unten los. Smash Fist ist half dead. Shadow ist half dead. Und er alleine kann nichts machen. Der kann sie auch nicht wiederbeleben. Nee. Okay. Das ist echt eine miese Ecke da gerade, muss ich ehrlich zugeben. Wieder dieselbe Nummer. Das ging vorbei. Auf jeden Fall stelle ich mal alle mit S auf etwas aggressiver, da wir hier ja ordentlich aggressiv kämpfen müssen. Mein Shadow ist in Gefahr. Das ist nicht gut, wenn der im Weg steht. Da hat sich jetzt mein Smash Fist in den Sumpf boxiert und ist ertrunken. Auch nicht so toll. So, also nochmal die Sache. So, lad den Pfeil auf. Das war kein ordentlicher Schuss. Ich sehe den Schuss nicht. Super. Der ging total daneben. Smash Fist, stürm mal hier rein. Könntest du mal hier ordentlich Feuer geben? Danke. Das ist echt unschön gerade. Zumal mein Smashfist wieder tot ist. Nein, nein. Manchmal klappt es, manchmal eben nicht. Vielleicht sollte ich den Smashfist mal ausstellen. Also, dass er sich nur im Nahkampf verteidigt. Wenn auch wirklich einer zu nah kommt. Oh, der hat mich jetzt gesehen. So. Das ging nach hinten los. Verpasst den beiden mal eine. Wenn der Shadow etwas abkriegt, ist das jetzt nicht ganz so schlimm. Gut.
Blöd ist halt die Tatsache, ich kann die nicht umgehen, die Jungs. So, du musst weg. Alles andere hilft nichts. Und jetzt kann der ruhig mal brennen und hacken. Und den da wegschießen. Der da muss noch weg. Oh. Kann der wiederbeleben, während er unter Beschuss ist? Nein, kann er nicht. Kannst du mal aufhören, mich zu beschießen, du? Nein, kann er nicht. Das ist lächerlich gerade. Ich komme nicht an ihn ran, um ihm Schaden zu machen, weil er mich dauernd wegschießt. Ja, bevor wir weitermachen. Abschluss, Logbucheintrag Nummer 25, Captain Kirkbeard. Die Verbindung zu unserem Außenteam war nur kurzzeitig unterbrochen, da sie es mit einem Sludge Warrior zu tun hatten. Denn zwischen dem Außenbereichen des Piratenlagers und dem Innenbereich befand sich eine kleine Sludge-Kolonie. Sie konnten es allerdings ziemlich heil dort durchschaffen und sind jetzt in das Piratenlager eingedrungen. Sie rechnen dort mit heftigem Widerstand. Kirkbeard, Ende.